Copyright-Symbol, Picture Alliance Deutsche Presseagentur. Jens Ressing, Martin Brauer zählte zu den bedeutendsten Theaterspielern. Nun ist er in aller Freundschaftsstil mit nur 50 Jahren überraschend verstorben. Er würde nur 50 Jahre alt, wie am Montag zunächst die Deutsche Presseagentur berichtete, ist Film- und Theaterschauspieler Martin Brauer überraschend in der Nacht zu Freitag, 26. Februar, gestorben. Das teilte das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin am vergangenen Sonntag, schreibt Generalintendant Lars Hidjö auf der offiziellen Internetseite. Kurz zuvor habe Martin Brauer noch mit Kollegen für die Probe einer der Wiedereröffnungspremieren auf der Bühne gestanden. In Schwerin stand der gebürtige Rostocker unter anderem als Josef Thura in Sein oder Nichtsein sowie in Titelrollen der Stücke Lillon, Mephisto und Cyrano de Bergerac auf der Bühne. Brauer, der 2018 mit dem Konrad-Eckhoff-Preis geehrt wurde, arbeitete als Gastdozent an der Hochschule für Musik und Theater. Neben seinen Theatererfolgen schaffte es Brauer auch mit der Tragikomödie Fleisch ist mein Gemüse, 2008, auf die große Kinoleinwand. Zudem war der Schauspieler auch im TV zu sehen. Brauer spielte unter anderem in den Serien In aller Freundschaft und Soko.